Ja, in diesem Video über die Hidden Blade werdet ihr ein paar mehr Hintergrundinformationen erfahren. Die Hidden Blade selber ist aus Indien, ungefähr mit ausgefahrener Klinge 32 cm aus gehärtetem Stahl. Die versteckte Klinge hat einen automatischen Klingenmechanismus, den ich leider entfernen musste, weil es sonst Ärger mit dem Gesetz gegeben hat. Die Klinge selber oder der Mechanismus ist wieder eigentlich sehr einfach zu ersetzen. Wenn ihr zu Hause eine Schreckschusspistole habt, 9mm Kaliber, könnt ihr aus dem Magazin der Waffe die Feder rausnehmen und sie mit hier einfügen. Sie passt genau herein. Ansonsten habt ihr keine Möglichkeit, das automatische Verschluss wieder normal herzustellen. Ja, ohne den Schließmechanismus braucht ihr ein spezielles Teil, das ihr der Hidden Blade anfügen müsst. Das wäre dieses. Es wird vorne eingesetzt und verschraubt. Ich mache das jetzt mal nur kurz. Was die meisten interessiert, ist, wie dieser Mechanismus arbeitet. Es ist ganz einfach. Diese selbstgebauten Bänder fixieren die Hidden Blade an meinem Arm. Dieser Knopf wird durch das Fixieren meines Arms bei der Anspannung gelöst. Dadurch fährt sich die Klinge aus. Und genauso auch wieder rein. Seht ihr?